Gemeinsam mit Direktor Richard Dech machte sich Bürgermeister Hannes Fazekas ein Bild über den gelungenen und fertiggestellten Zubau des Gymnasiums in Schwechat. Direktor, was wäre eine Schule ohne Bücher? Jede Menge gibt es hier scheinbar. Ja, wir haben also eine Bibliothek mit ungefähr 16.000 Medien. Sie sehen, dass wir hier also alles neu haben. Die Bibliothek ist wirklich auf dem neuesten Stand, auch in technischer Hinsicht. Wir haben verschiedene Bereiche. Wir haben hier die Möglichkeit zum Recherchieren. Hier die Buchabteilung. Dahinter gibt es eine Möglichkeit, um sich noch irgendwo auf einem Sofa auszurasten, beziehungsweise hier ist eine weitere Variante. Und links dann hier hinten ist der Bereich, wo die Schüler arbeiten können, wo sie dann auch Laptops haben, wo es einen Beamer gibt, sodass für alle Bereiche eigentlich gesorgt ist. Wie gefällt es euch hier und wie gefällt euch die neue Schule? Sehr gut. Was ist das Besondere daran? Der Parkettboden und das. Der Parkettboden und die Fußbodenheizung da drüben war. Das schaut sehr gemütlich aus. Also richtig gut zum Lernen? Ja. Was ist denn eure Aufgabe hier? Ja, wir müssen die Bücher, wenn wir zurückbringen, müssen wir sie absammeln und in den Computer eingeben, wer sie zurückgebracht hat. Gutes Essen ist auch gesorgt? Für Essen ist natürlich gesorgt. Die Kinder der Nachmittagsbetreuung essen alle hier und wer zusätzlich noch essen möchte, der kann das jederzeit natürlich auch machen, muss sich nur immer in der Woche vorher einen Brot dafür besorgen. Der Turnsaal ist ja mega groß. Ja, aber es reicht gerade, dass wir das Auslangen finden. Wir haben also hier diese beiden Turnhallen und dann noch den alten Turnsaal im Altbestand. Und damit kommen wir also dann gerade durch, dass wir Vormittag und Nachmittag alle unsere Klassen unterbringen können. Wir haben jetzt sehr viele neue Räume gesehen. Was ist das Resümee dieses gesamten Umbaus? Also das Resümee ist auf jeden Fall einmal, dass wir erstens einmal ausreichend Platz haben, zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren. Zum zweiten, dass wir eine ganz moderne Schule haben. Das ist auch ganz wichtig. Das sieht man auch schon daran, dass wir im heurigen Jahr statt sonst ungefähr 180 Anmeldungen 234 Anmeldungen für die ersten Klassen gehabt haben. Also die Leute wollen, dass ihre Kinder hier in diese neue Schule gehen. Zum Dritten haben wir natürlich nicht nur eine neue Schule, sondern auch eine architektonisch sehr interessante Schule. Und zum Vierten, wir können jetzt den Unterricht so gestalten, wie man ihn eigentlich gestalten sollte und sind nicht mehr eingeschränkt durch Containerklassen, durch Wanderklassen und so weiter. Also für mich ist diese neue Schule in vielfacher Hinsicht ein totaler Gewinn. Und für die Schüler glaube ich auch. Wird sich jetzt in dem alten Schulgebäude irgendwas ändern? Sind da irgendwelche Reparaturen oder Restaurationen angedacht? Das ist schon gemacht worden. Wurde im vorigen Jahr von Mai bis etwa Anfang Oktober durchgeführt. Da wurden viele Klassenräume, vor allem also im Kellergeschoss, im Parterre und im ersten Stock, wurden komplett geändert. Das heißt also, dort ist ebenfalls kaum ein Stein auf dem anderen geblieben, sodass wir eben auch zwar einen Altbestand haben, ein altes Gebäude, das aber trotzdem renoviert ist und auch den modernen Bedingungen entspricht. Nach all den Geschichten, wie die Schule vorher ausgesehen hat, mit Wanderklassen, Klassen in Kellerräumlichkeiten oder Gangklassen,
stellt sich jetzt die Situation völlig anders dar. Es ist ein moderner Zubau, ein modernes Schulgebäude. Wenn man das in seiner Gesamtheit und ganzheitlich betrachtet, dann kann ich dem Direktor nur gratulieren. Er kann wirklich stolz darauf sein, auf diese Schule. Er kann auch stolz darauf sein, dass es gelungen ist, diesen Zubau wirklich in adäquater Zeit, es hat eh lang genug gedauert, auch umzusetzen. Und natürlich sind wir von der Politik, ich als Bürgermeister in der Stadt, auch ganz besonders froh, dass der Betrieb so, wie er sich jetzt darstellt, läuft.